So, mal schauen. Playing Ducks, heute alle Knife Rounds gewonnen bisher. Aber diese geht hier an meine KPV. Diese geht an meine KPV. Holla die Waldfee. So, und KPV bleibt auf der CD-Seite stehen. Nichts Ungewöhnliches hier auf Cash. Ich lese gerade im Chat, dass London Conspiracy teilweise zu viert und zu dritt gespielt hat. Die erste Halbzeit und trotzdem 9-6 erreicht hat. Also, wenn KPV hier genauso hittet, wie sie es eben getan haben, und hinzu kommt, dass man sich auch auf die Playing Ducks vorbereitet hat, dann kann das hier wirklich eine heiße Nummer werden. Ein heißer Tanz. Auf jeden Fall. So, und du tippst ja auf die Jungs von KPV. Ich halte dagegen und setze meine Münze auf die Quackerjacks. Quack, quack. Ducks fly together. Quack, quack. Ich glaube, KPV macht gleich Quaff, Quaff. Mit Quack, Quack. Das sind die Spürhunde. So, los geht's. So, relativ Standardaufbau beim Playing Ducks. Nichts zusammen irgendwie schnell. Ja, aber Whoopi könnte da gleich mit der Bombe laufen. Und da kommt werden. Der Push von Keep Weiser gleich. Macht den ersten aber. Ja, macht den zweiten sogar. Johnny kommt gerade noch so weg. Währenddessen kriegt jetzt hier Jensen zu tun am A-Spot. Aha. Schönes Teil, schöner Schwinger. Boah, schöner E auch. 44 HP noch bei Andrew. Ja, und die Bombe, da ist man sich noch nicht so 100% einig. Jetzt geht's langsam wieder Richtung B. Und Streamman ist jetzt auch passend wieder da. Ja, man schiebt jetzt wieder Richtung A. Andrew kann natürlich ansagen, dass er auf dem Spot ist und der Spot eigentlich clean ist. So, schöne Smokes noch dort. Jetzt kommt man direkt auf den Spot rauf. So, zwei Diffuse-Kits bei Key Preisvergleich, also da hat man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Na, aber kurz steht Kirby noch und der kann vielleicht die Runde drehen dann. Ja, und der wird wahrscheinlich nicht gecheckt werden von Johnny, ja, er läuft vorbei. Und jetzt kommt Kirby. Super gespielt von Kirby. Macht den ersten, kann den zweiten ansagen, der durchläuft. Alle Gold dort, aber Kevin bekommt den Frag und jetzt ist es Streamman gegen 4. Und er kriegt hier keinen mehr. Doch, Kirby noch. Aber das 1-0 für die Playing Ducks. Nachdem es ein bisschen hektisch wurde, dann doch nochmal gut Ruhe reingebracht wieder ins Spiel. Hat sich ausgezahlt, dass sie auf jeden Fall defensiv standen. Ja. Die Preisvergleich mit dem Push der AMB hat sich nicht ausgezahlt. So, Kazuya dann nur mit der Tech 9, er wird wahrscheinlich wieder auf die AMP gehen. Macht die ersten Hits an Jensen kurz. Kevin pusht weiter. Der Frack. Jetzt Mitte aufpassen, Kazuya gegen Johnny. Ja, verliert das Duell. Johnny. Dann allerdings Kevin wieder am Start. Boah, schöner Hatcher von Three Man. 3 gegen 3 Situation. Aber super Ansage, jetzt geht's Richtung B. Otto in der Mitte kommt aber an die Waffe ran, genau. Hat jetzt die Galil. Kazuya in der Mitte ist down gegangen mit der so, und Tech 9. Jetzt auf jeden Fall die Steps. Wird jetzt gepickt von Skrunk, der jetzt direkt in den Schacht schiebt. Da wartet natürlich Andrew drauf. Oh, Otto hätte ihn haben können da, am Spot. Ja, war auf jeden Fall sehr schwierig, ja. Kirby macht. Kirby, schön. Zwei gute Frags von ihm da in der Runde. Und MyKPV mit noch einer Eco hinterher.
Und dann dürften wir auch direkt wieder die AWP bei Johnny sehen. So, Kazuya wieder mit der Tech-9, hat kein Geld gehabt für die Arme. Sehr passiver Aufbau gerade. Oh, Kazuya sieht ihn auch rechtzeitig. Schöner Headshot dann noch. Smoke kommt in die 10. Base und Johnny im Y. Aufgesmottet. So, jetzt schiebt man direkt Richtung A wieder. Schön gemacht für den Play. Gute Entscheidung. Kirby war noch mit dabei. Das muss Quang eigentlich wissen. Komplett offen. Kommt da ein bisschen zu spät am Truck. Kann vielleicht mal Headshot. Ah, jetzt wird er weggesmoked. Aber schiebt direkt auf den Spot. Y hat aber gesehen. Aber schön aufgepasst von Kevin. So, da paced alles rein in den Spot gerade. So, zwar nochmal Hits gesetzt, auch gegen Andrew, aber vier Mann überlebt in dieser Runde. Playing Ducks. Souverän darunter gespielt. Und jetzt Doppel-AWP bei Key-Preis-Vergleich. Also, man geht nicht auf eine AWP, sondern direkt zwei AWPs. Da wird Kazuya jetzt gut zu tun bekommen. Er wird geboostet. Oh, er fällt da runter. Hat Jensen fast gesehen. Squang mit dem First Freaking Kirby. Macht er richtig. Jetzt verschiebt er direkt Richtung CT-Base, damit er ein Chair am A sein kann. Doppel-AWP gespielt am B-Spot. Sieht man auch nicht allzu häufig. Währenddessen Andrew an der Tür raus, aber Jensen wird jetzt Mitte wichtig. So, Kevin jetzt in der Mitte. Kazuya macht den ersten Fuck an Jensen. An Sandsäcke. Auch wieder komplett weiß. Ja, 50 Sekunden noch. Breit verstreut, jetzt schiebt man ein wenig Richtung B. Pickt die Bombe jetzt auf und wird jetzt Richtung B gehen. Steht Skrunk wieder mit der AWP und Johnny, also beide AWPs. Macht den ersten Skrunk. Sein zweiter Kill in der Runde. Wird dann von Kazuya geholt. Und Johnny noch im Spot. Boah, schöner Fake von Johnny. Kazuya kriegt er nicht mehr, aber Kazuya ist jetzt im Spot. Bombe kann gelegt werden. Streamer ganz, ganz weit weg. Er bricht sogar nochmal ab. 15 Sekunden. So, er könnte sein Ace machen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Skandal? Er mollet seinen eigenen Mitspieler. So, Kazuya mit dem nächsten. Er macht den vierten. Und wir macht's. Ja, kann man machen. Wollte er damit den Gegner verwirren, von wegen, er monitort seinen eigenen Mate, da kann er nur oben kommen? Ja. Dann kommt er trotzdem unten durch? Könnte die Idee gewesen sein. Mollo. Ollo sagt so: Hey Mate, mollo mich mal. Ja, also das wäre wahrscheinlich das, wenn man es im Pro-Dem-Spieler ausdrücken möchte. Ja. Das wäre wirklich eine gute Idee. Ansonsten war es wahrscheinlich eher ein Fail und unabsichtlich. Skandal. Ich würde eher zu letzteren tippen. Ja, war fast schon ein Skandal extra Gold. Aber die Ducks mit einem sehr, sehr langsamen Aufbauspiel. Das ist dieser Kazuya-Style natürlich. Mal gucken, ob KPV
uns da kontaktiert und sagt, jo, der Molly war wirklich geplant da unten. So, Streamer. Macht einen, dann noch gute Hits, Skrunk. Harter Wille an die Waffe dran, anstatt erstmal zu checken, ob da vielleicht noch was ist. Ein paar Schuss hat er auf jeden Fall noch drin gehabt in seiner Farmers. Kazuya bekannt in der Main, hat da auch einen Hit bekommen. Und Wupi im Spot. Boah! So, one on one jetzt. Dicken Brett. So, jetzt kann er durchdrücken. Okay, direkt durchdrücken. Oh, aber Kazuya ist. Oh! Effekt an, aber Otto drückt einfach trotzdem durch. Ah, outplayed, Otto. Ja. Schön. Zweite Runde für Keypreisvergleich. Gegen Noobs immer durchdiffusen. Den Spruch kennt er aus dem Twitch-Chat. Und deshalb einfach mal durchgedrückt. So, aber wir sind trotzdem immer noch in der Geldsituation. Wer die Runde verliert, muss in die Eco gehen. Playing Ducks nochmal gegengekauft. So, Johnny, wir haben den First Frag. So ist es. Kevin ist jetzt Mitte close. Muss er aufpassen gegen Jensen. Ja, und er passt gut auf. So, Bombe immer noch ganz weit hinten. Kevin spottet nochmal die Mitte. 4 gegen 4 Situation. HP-Vorteil bei KPV. Sehr langsames Spiel jetzt wieder. Er ist auf den B-Spot drauf. Da stehen zwei Leute noch von Mike HPV. Johnny macht den Frag wieder, hat den zweiten. Hat die Waffe eben auch schon gesehen. Oh, er ist krank mit dem Shot. Wird jetzt gepusht von Kazuya. Schön gemacht von Kazuya. 10 Sekunden Otto, nur noch. Otto steht da perfekt. Otto braucht einfach nur ganz. Einfach warten kurz. Aber es reicht trotzdem. Wupi kommt nicht zum Plant und Skrunk muss einfach nur chillen. Ja, schön gemacht. So, und jetzt sollte Kazuya eins checken und denken, alles klar, lass das Ganze einfach mal mindestens 3 Sekunden früher spielen. Ja. Denn das war jetzt die zweite Runde, die sehr, sehr knapp am Ende der Zeit war. Diesmal ist sie halt abgelaufen. Und das wird ein schneller B-Rush. So, wird auch oft genug gespielt in internen B-Rush. 5 gegen 2 und genau so haben wir es jetzt hier. Johnny macht den ersten, alle anderen waren blind. Oh, alles blind, der komplette Spot ist blind, aber auch Playing Duck. Oh, wir sind noch straight down. Johnny macht den letzten 4 zu 3 für Preisvergleich. Ja, B-Rush abgewehrt. Ja. Nicht tauschen. Penta-Spiel wird verlegt. Steht gerade im Chat. CSGO Launch hat wieder zugeschlagen. Mhm. So, diesmal Mitte Contact bei den Ducks. Jensen der Einzige, der das spottet und der kann gleich richtig Probleme bekommen. Da war die vorbereitete Flash, allerdings eine Sekunde zu spät. Jensen davor schon rumgezogen. Rotiert jetzt nochmal komplett für CT Base, beziehungsweise CT Mitte. Oh, oh. Skrunk wieder mit einem starken Shot. Skrunk hat immer noch nicht genug. Jetzt aber Kazuya mit guten Shots, aber Skrunk schön steht im dritten. Wahnsinn! Starke Runde von ihm.
Sehr, sehr starke Runde von ihm. Und Playing Ducks eigentlich wieder in der Eco, ja. So, jetzt wieder offensiv am B von Key-Preis-Vergleich. Also Auto, pass auf für Schächte. Schön. So, Bombe ist down. Kirby kommt nochmal über Schacht. Und auch da stehen sie ohne Probleme. Jensen nach hinten in die Mitte gecheckt. 6:3. Und nun AWP wieder bei Kazuya in der Hand. KPV, Flawless Round, bleiben natürlich ohne AWP. Mal schauen, ob man jetzt vielleicht mal sogar was Offensives, das wäre mal schön. Offensiv-Boost hier gegen oder mal ein Main-Push. Na, der Pfeil war nix. So. Oder mal ein Main-Push. Ja, aber sie pushen in der Tür jetzt. Ist ja auch mal was. Ja, das zu zweit sogar. Ah, Skrunk. Da kann er sogar cool bleiben, wurde nicht gespottet. Dann kann er da easy hinterher steppen. Und damit wird Andrew natürlich niemals rechnen. Aber gut, jetzt ist er raus. Überzahlsituation. Playing Ducks. What's Crunk? Was hat denn der gerade den Hint bekommen? So ist doch, ja. Ja, der kriegt die ganze Zeit jetzt da durch. Ja, aber der war ja im Sprung. Ja. Der denkt sich auch gerade, WTF geht hier ab. Also hier checkt sich da langsam so ein Kopf war. Er hat Skrunk von oben nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist die Bombe allerdings mit dabei. Und mit einem Doppel im Spot wird man vielleicht nicht unbedingt rechnen. Skrunk jetzt Mitte. Sieht da wieder Richtung A. Da steht Jen schon relativ offensiv. Da kommt der Mollo, aber ein bisschen zu spät. Zieht sich schön zurück, kann gegenflashen. Kommt auch nochmal auf den Spot. Whoopi macht den Skrunk down. Geht auch Skrunk. Bombe down. 15 Sekunden nur noch. Und es wird wieder sehr, sehr schwer. Schön von Johnny gemacht. Schön. Auch super schnell wieder rotiert. Sehr schnell geschaltet da bei KPV. Dass da der Rückzug kommt und der Go in die andere Richtung passiert. Ach, Freunde. Wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet, was der Mutzi hier macht. So, Jensen Mitte bereit. Und da kommt wieder der Go. Zeigt sich nicht. Der erste Track. Ah, da muss er nicht direkt rausgehen. Nee, kann er eigentlich Mini-Steps machen. Ja. So, jetzt wieder langsam das Spiel, eine Minute Zeit aber noch auf der Uhr. Und jetzt wird sich wieder gesammelt über Mitte. Bombe liegt allerdings noch in der Mitte down. So, und jetzt guckst du an. Bombe ist immer noch down. Man hat noch 30, 35 Sekunden auf der Uhr. Ja, und das wird wieder super knapp. Man will dann wieder auf dem B wahrscheinlich. Ah, jetzt verschiebt man doch schon, ja. Ja, aber scheißegal wie. Ja. 25 Sekunden, bis man am Spot ist, sind nicht mal 20 Sekunden. Wenn Speedman da sein... 15 Sekunden, noch weniger. Oh, Speedman wird aber geholt. So, aber... Frank ist da wieder zu offensiv, für meinen Geschmack. Und jetzt kommen sie 12 Sekunden vor Ende, kommen sie auf den Spot drauf. Bomb has been planted. 2 gegen 4. Könnte versuchen, auf jeden Fall noch ein bisschen Damage zu ziehen. Beziehungsweise ein paar Waffen zu ziehen. So, siehst du 4. Kirby da schöne Position gehabt. Genug Geld bei lange gewartet. KPV, die kann auf jeden Fall kaufen. So, und statsmäßig muss man sagen, alles relativ ausgeglichen. Ja. Beide Seiten.
Leider sieht man wieder Kirby ganz unten im Scoreboard. Jens muss aufpassen, nicht dass die Smoke gleich weggeht. Und dann kommt weg. Oh, müsste aber Mitte wieder gesehen haben und ansagen können. Johnny macht wieder den First Frag am B. Ja, aber dafür drei Mann wieder. Und jetzt Crunk offensiv. Ist Main gepusht. Dicke Eier bei ihm. Ah, sie umlaufen ihn direkt. Aber Jensen kann in der Mitte vielleicht gleich noch was machen. Jetzt kommt Crunk zum Frag und da ist die Bombe down. Und weißt du warum? Kevin sieht die Flash, dreht sich um und weil die Flash zu weit fliegt, wird er trotzdem geflasht, obwohl er sich umdreht, weil er in die falsche Richtung anguckt. Oh. Ja, vor allem, weil man die Bombe alleine wieder zurückschickt. Ja. Also das ist natürlich auch bitter. Ja, nun, quack, quack, kein Geld. Also ist nur quack, quack. Und Doppel-AWP wieder bei KPV. Und Johnny. Oh, Johnny. Warum hast du mich erschossen? Oh, Johnny. Oh, Johnny. Und Johnny, nochmal. machst du auch einen Rap oder was? Ja. Nothing? Ja, ja, ja. Oh, Dreibein. Kommt dann nochmal weg. Und dann ist Crunk wieder da an kurz. Und der nagelt ihn fest. Flawless Round für Key-Preis-Vergleich. Und das läuft hier so ordentlich für sie. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, eben gegen NTW und jetzt auch gegen Playing Ducks, ihm wird es auch ein bisschen leicht gemacht gerade. Also Playing Ducks warum? Im Hitten auch wieder nicht so gut, meiner Meinung nach. Kann auch natürlich daran liegen, dass Johnny und Squank einfach super spielen. Oh, Streamhand komplett alleine. So, jetzt wird sich gewünscht, dass wir hier Skrunk stärker verfolgen in der Hinei. Ein dem Fall kommen wir diese Runde nochmal nach. Galileo Mystery. Ja. Der Molotov, der wusste einfach, dass sie da kommen. Ja, und dass sie alle rückwärts da rauslaufen. Ja. Und jetzt ist nur noch Rupi. Und die nächste Flawless Round für KPV. Zehn zu vier und damit die letzte Runde in dieser ersten Hälfte. So, Juju Female, tja, manchmal sollte man die CSGO-Karriere auch an den Nagel hängen, wenn es nicht mehr läuft. Meint sie damit, Kazuya? Gleich Kazuya wieder Richtung B. Nicht den Frag setzen können, dafür einen Legshot. Kazuya in der Mitte erfolgreich gegen Jensen. Und Skrunk alleine im Spot kriegt den ersten. Johnny mit dem schönen Headshot gegen Kevin in der Mitte. 3 gegen 3 jetzt. Crunk weiß, dass noch was in der Tür drin ist. Ja, das ist natürlich sehr schwer mit der AWP dort. Macht aber den Hit noch. Dann geholt. Und jetzt Johnny. Molly kommt gut gegen Spot. Ja, Whoopi, da saß er genau im richtigen Pixel-Eck. So, diese letzte Runde, die sieht doch nochmal gut aus für die Ducks. Jetzt dagegen halten, jetzt kämpfen. Und Ordo. 47 HP. Hat er nochmal die Hits bekommen. Andrew. Und jetzt wird durchgedrückt. Oh oh. Schön gemacht von Andrew noch. Ja, dann muss er natürlich rausgehen. Ja.
So, zweite Hälfte, 10-5. Blank Ducks müssen jetzt richtig Gas geben hier. So, für alle, bei denen der Sound linkslastig ist, einfach mal das Headset andersrum anziehen. Troll. So, jetzt. Und. Was versucht die er? Die Ducks zu dritt am A-Spot. Ja. Kirby, Kevin, Whoopi. Guter Read anscheinend. So, mit rauskommt. Die drei bleiben trotzdem da steif stehen. Jetzt schiebt Whoopi weg. Währenddessen fällt. Oh, jetzt kommen sie raus. Super gespielt von Playing Ducks. Ah, von Keep Eyes Away, sorry. Ja. Gar nicht gecheckt gerade. wir sind in der 16. Runde, die haben jetzt die Seiten getauscht. Sorry. Boah. Das ist ja wirklich. Flawless Round. Also, dank dem Frag, der natürlich da passiert ist gegen Andrew in der Mitte, dass sie dann da so gut rauskommen und in dem Moment alle von den Playing Ducks sich dann rüber beschieben sind. Ja. Und dann perfekt in der Tür gewartet zu dritt und auf Timing bzw. Gehör rausgegangen. Flawless Round für KPV. So, jetzt steht man in der Main drin, ne? Kevin wird es auf jeden Fall früh genug spotten. Kirby gegen. Boah, jetzt kommen die HEs aber in Y. Ja, 8 AP. Kirby down und Kevin wurde auch nochmal gesehen, ist blind und down. Kazuya legt sich da ein bisschen was durch die Smoke. Aber das ist die nächste Runde. Muss die nächste Runde sein für KPV. Saved die Weste, Helm und die P250, die man hat. Andrew auch. Über 1300 Frags auf seiner P250 drauf. Terrorists win. Und KPV nochmal schnell wieder einen Booster einnehmen diesmal. Und Mitte steht man, blockt man gegen bei dem Playing Ducks. Auch wieder guten Flash und nächster gespottet. Und Kazuya muss auch noch bekannt sein in der Smoke. Aber nicht wirklich. Kazuya steht da immer noch. Und jetzt kommt er raus. Jetzt auch durch. Ja, da wird er trotzdem abgehämt. Kevin von hinten, alles klar. Kein Problem. Nächste Runde für KPV, 13-5, gibt es heute Abend die nächste Überraschung auf dem Teller. Und jetzt muss auf jeden Fall was passieren bei den Playing Ducks. Und das wird ihnen nicht schmecken, dem Silber, was hier passiert. Otto. Whoopi steht auch noch im Schacht los. Oh, schießt rüber. Super. Super gemoved. So, und jetzt können sie sich frei entscheiden, frei Schnauze, welchen Spot hätten sie gern, A oder B. Und Andrew steht. Mach den ersten. Angesagt jetzt. Kann sogar noch schöne Hits machen, Freeman. 18 AP bei ihm. Aber Kevin muss die Runde jetzt holen. Ja. Leichter gesagt als getan. Oben abgesmoked, unten abgesmoked. Was willst du tun? Was willst du tun? So, jetzt nochmal eine schöne Flash rein. Molly hinterher. Er pusht raus. Und Jensen legt sich hier für seinen Mate an und macht den Frag. 14. Runde KPV und die Playing Ducks. Ja, muss gegenkaufen eigentlich. Nicht viel Geld vorhanden, aber es reicht für 4 Farmers.
und Weste, aber kein Equipment. Nichts entgegenzuwerfen. Was für ein Call kommt da jetzt von einem Kazuya? Und zu Hause sitzt ein Crazy und der lächelt mit jeder Runde hier für KPV. Denke ich auch, ja. Das Lächeln wird immer breiter bei ihm. Boah, Skrunk wieder mit dem First Track. Und Whoopi steht auch noch close. Und Skrunk erneut mit dem Kill. Jetzt nochmal gegen Mitte. Kirby. Skrunk. Nochmal Hits gesetzt gegen Kirby. Jetzt geht's A raus. Und da kommen sie mit ganz großen Schritten. Jensen läuft da voll in den Molly rein. Ducks. Kirby und Kevin. Und jetzt ist nur noch Kirby. Kirby gegen 3, gegen 2. Ordo. Nochmal da. Und jetzt Streamen. Kann er's machen, Kirby. Hat ihn gesehen, hat ihn angeschaut. Und Streamen holt es. Runde Nummer 15 ist da. 10 Matchbälle für KPV. Sehen wir Skrunk und Co. auf den Finals. Playing Ducks geschlagen. Und auch dann ist die Frage, was passiert mit diesem Team hier nach dieser Season? Kann Playing Ducks sich hier nochmal zurückkämpfen? Kommt man nochmal? Man liegt schon unter 1, 2, 3 Betonklötze. Die muss man jetzt wegheben, weghiefen, um da nochmal rauszukommen. Aus diesem eingestürzten Kartenhaus, von dem man geträumt hat, von diesen Finals. So, und jetzt gibt es hier noch einen schönen Boost. Smoke gegen Nest. Und die kam aber gegen 10. Base. Kirby sieht da auf jeden Fall was. Aber man plantet. Boah, super gespielt schon wieder vom Spielvergleich. Richtig schöner Smoke-Go. Ähnlich wie dieser Frantic Go auf Inferno. Genau. Alles zugesmoked, um hier einfach nur planten zu können. Kirby im Schachtgang. Haben sie noch nicht unter Kontrolle. Andrew pusht einfach rein. Jetzt Kirby. Kirby. Und Johnny macht es. Und Kevin, der sieht nie wieder was. Hat die Sonnenbrille im Club vergessen. Am Samstagnacht. Kevin, nochmal Flashlight. Kevin. Von und dann ist Skrunk mit der AWP da. 16 zu 5.